Jedes Mal, wenn meine Kolleginnen müde geworden sind und heim sind, bin ich mit einer Kollegin immer noch im Ausgang geblieben. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt kann ich anfangen, auf die Jagd zu gehen. Das ist der Podcast vom Essie Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die Queen of R&B, Naomi Lachen. Naomi, was sind für dich so absolute Red Flags? Für mich persönlich sind Red Flags zum Beispiel, wenn jetzt jemand die ganze Zeit neue Kollegen hat. Das ist für mich ein mega Red Flag. Oder einfach irgendwie oder Sachen, Stories ausschmückt und irgendwie extrem, also bis man aus einer Mucke einen Elefant macht. Das sind zu mir so ein Red Flag Sachen, so ein bisschen Unehrlichkeiten. Oder Leute, die halt dann ständig dann sagen, ja, die anderen sind immer die Schuld. Und Opfer. Eben, ja, und dann ist es meistens immer so, ich weiß es da nicht so genau. Aber ja, so jetzt aus meiner Erfahrung her ist das wirklich ein Punkt. Oder wenn man sich öffentlich nicht zeigt und immer nur in seinen vier Wänden ist. Das ist auch ein Red Flag für mich. Wo du zum Beispiel nie ins Restaurant gehst, essen oder Kollegen kennenlernst, vor allem auch. Also jetzt und, in einer Beziehung angesprochen. Ja, voll. Oder so eben die rosa-rote Brüllenphase, wenn du nie die Friends kennenlernst auch. Und so ein bisschen abgeschottet bist irgendwann einmal so. So, als würde man dich nicht wollen zeigen. So. Genau. Oder? Ja. Hast du das mal erlebt in so einer Kennenlernphase? Eben so das mit der rosa-roten Brille und man checkt nicht, dass da eigentlich gerade einiges schon schief läuft. Hey, extrem. Also ich habe es mehrmals erlebt. Und ja, man merkt es halt, einfach nicht, gell? Und plötzlich dann passieren Sachen und dann merkst du, ah, darum. Darum sind wir nicht raus oder darum sind wir nur in unseren eigenen vier Wänden gewesen, oder? Und, das hast du erlebt, im Fall. Ja, voll. Aber ganz ehrlich, eben, man war noch sehr, sehr jung gewesen. Also, du, gell, es ist wie so, ich sage es überhaupt nicht so im Bösen, aber es ist einfach mega lustig, die Erkenntnis so, hey, wie habe ich das nicht gecheckt? Und es ist so, es hat so lange gebraucht. Und vor allem, wenn du dann jemanden mega toll findest und vielleicht manchmal so ein bisschen anfängst zu checken und dann wirklich dir selber so Ausreden suchst, warum es jetzt nicht so ist und es ist doch eigentlich alles gut und du machst dir zu fest den Kopf. Ja, so ein bisschen das, ja. Ich frage dich natürlich wegen diesen Sachen, weil deine neue Single «Colorblind» genau von dem handelt. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht deine aktuelle Beziehung betrifft. Nein, gar nicht. Es ist wirklich ein Mix von vorherigen Bekanntschaften. Nein, Beziehungen. So. Also es ist auch nicht, überhaupt nicht, es geht überhaupt nicht um eine Person. Es ist wirklich so ein Mix von Sachen, die ich halt einfach erlebt habe. Und ich habe gefunden, das ist auch wirklich mega ein Thema, das einfach so gerade sehr oft besprochen wird, auch die Red Flags. Ich höre das immer wieder oft. Dass das ist ein Trendwort, aber auch. Ist es ein Trendwort geworden, ja, definitiv. Und mich hat das wie auch beschäftigt und sehr wahrscheinlich hat mich das auch ein bisschen beeinflusst, das Thema. Und ich habe das wirklich selber so mega recherchiert im Studio. Wenn ihr seht, hat es produziert und ich habe es mit und mitgeschrieben, es wurde mit der Skyler und es ist mega lustig. So, wir sind wirklich angesessen mit dem Laptop, wir haben so recherchiert, so, was sind so die deftigsten Red Flags. Und dann haben wir so voll die Liste gemacht und so voll mega so geschaut, ah, welcher Red Flag trifft jetzt voll auf meine Erfahrungen zu und so. Und dann haben wir so ein bisschen, der Song halt, ist ja halt so entstanden dann, vom Kontext her so. Ja. Der Song klingt ein bisschen anders als all deine anderen Songs. Er ist poppiger, wieso? Hey, ich habe mich irgendwann mal fragen, so, wo stehst du, wo sind deine Ziele, wie siehst du dich? Und ich bin so ein Mensch, ich visualisiere sehr, sehr viel und manifestiere und so. Und wenn ich mich sehe in meinen Träumen oder in meinen Zielen, was ich erreichen will, dann sehe ich mich halt im Stadion. Und dann überlegst du dir ja, was sind denn Artists, die im Stadion auftreten, die auf World Tour gehen und so. Und das sind so halt so alles Artists, die eigentlich Pop machen. Und Pop ist ja auch grösser, das ist ja kein Geheimnis. R&B ist eher so ein bisschen Nische.
Genau. Und ich meine, ich habe ja The Weeknd auch gerne, Ariana Grande, Justin Bieber, das sind ja alles so Popkünstler. Und dann habe ich gemerkt, so, du bewegst dich ein bisschen im falschen Genre, wenn du eigentlich das Ziel hast. Und dann habe ich gewusst, ich muss etwas ändern. Also und, sehr bewusst quasi weg vom R&B hin zum Pop. Ja. Als vielleicht auch wie part of einen grösseren Masterplan. So. Ja, auf jeden Fall. Und es ist eine Entwicklung, eine künstlerische Entwicklung. Ich habe einfach gemerkt, auch, dass mich das extrem interessiert. Und Genres und so. Und ich glaube, ich bin allgemein einfach auch bewusster im Studio, auch bei Colorblind. Ich habe gesagt, hey, an diesem Tag so, hey, machen wir einen Song, wo wir uns vorstellen, der läuft im Stadion. Und der muss sich gross anfühlen. So. Das muss ein grosser Song sein, Big Song. Und dann haben wir den gemacht. Und ich habe das Gefühl, der fühlt sich so an. Bist du dann aber trotzdem noch du? Ja, auf jeden Fall. Also, das kann, ich glaube, auch wenn ich zum Beispiel jetzt extra sage, nein, ich will jetzt etwas machen, wo gar nicht ich bin, es geht mir gar nicht. Weil erstens mal habe ich zu fest Charakter. Und ich meine, nur weil das Genre sich ein bisschen ändert sich meine Stimme ja nicht. Also, ich singe immer noch, wie ich singe, so fühlt sich das für mich an. Ich gebe immer noch die gleiche Energie in einen Song, wo ich immer mache. So mit dieser Ehrlichkeit, wie ich singe, mit diesen Gefühlen, die ich rauslasse. Darum bin das definitiv ich. Mhm. Also die DNA bleibt so ein bisschen die gleiche. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es ein bisschen anders tönt. Auffallend ist ja auch, dass du recht viele Werbeverträge hast. Das ist mir jetzt die letzten paar Wochen aufgefallen. Okay, Markenbotschafterin für Zalando habe ich dich gesehen, für Tezenis habe ich dich gesehen, für Emi Caffè Latte, Smile. Wie viel bist du aktuell Sängerin und wie viel bist du aber vielleicht halt auch eben Model-Influencerin? Ja, also aktuell bin ich 100% Sängerin, weil ich hätte all diese Sachen nicht, wäre ich keine Sängerin. Das ist ja das, oder? Ich nehme auch nur Sachen an, eigentlich, wenn ich merke, das Team oder mit den Leuten, die ich zusammen arbeite, die nehmen das auch, weil ich eben genau Musikerin bin. Also jetzt für Zalando, muss ich ehrlich sagen, bin ich keine Botschafterin. Das ist wirklich so etwas mega easy peasy. Ich kann Kleider auswählen und mache ein Video, was ich jetzt aber nicht mehr mache. Und eben die Szene Smile, die haben auch wollen die Musik integrieren in dem, was sie dann medientechnisch dann auch rauslösen. Und darum habe ich es ehrlich gesagt dann auch gemacht. Und es ist nichts Neues, dass eigentlich Musiker das machen. Also weißt du, so viele Artists, Rapper, Sängerinnen haben Deals. Weißt du, so Nike oder in Alkohol oder Kleider. Das ist eigentlich etwas völlig Normales und so verdienen wir halt auch unser Geld. Oder ich muss auch essen, Dach über dem Kopf. Ja, mit der Musik ist es halt einfach nicht immer so einfach, das irgendwie monetarisieren zu können, oder? Genau, genau. Und ich finanziere mir so meine Zukunft und weiterhin die Musik, halt, die ich mache. Du bist halt auch einfach mega beliebt. Jetzt in all diesen Werbegeschichten. Also weißt du, ich habe so das Gefühl, jetzt, ich will niemandem zu nahe treten oder so, aber ein Baschi oder so sieht man jetzt nicht überall. Du bist dann irgendwie vielleicht auch noch so ein bisschen Style-Inspo für viele Leute, darum bist du vielleicht dort halt auch noch drin. Keine Ahnung. Hey, es ist im Fall auch mega. Ich glaube nicht mal, dass es wegen dem ist. Also, der Barsch hast du ja sehr lange bei Smile gesehen. Es kommt mehr darauf an, ob du das willst als Künstler. Also, ich habe auch wirklich, wenn eine Anfrage reinkommt und so, habe ich halt schnell Bock drauf und finde es cool. Und vielleicht danach ein Künstler ist halt dann mega so, nein, will ich nicht machen. Ich will jetzt nur mich auf das und das konzentrieren. Es gibt Künstler, die vielleicht nicht einmal die Zeit haben, um es zu machen, weil sie vielleicht sogar noch einen Nebenjob haben. Ich rede jetzt da nicht von einem Baschi oder so, aber ich meine, ich habe das Glück, dass ich selbstständig bin, dass ich wirklich meine Zeit so einplane, wie es für mich stimmt und so damit wirklich ein Business machen kann. Also, und würde ich noch arbeiten, nebenan jetzt zum Beispiel, könnte ich das auch nicht machen. Also es ist sehr, sehr viel Zeit, die investiert wird. Sehr, sehr viel Planung. Und man muss wirklich Freude haben. Sonst kann man es gar nicht machen. Und ich habe selber auch gemerkt, Sachen, wo ich nicht Freude daran habe, kann ich irgendwie nicht so gut durchziehen. Oder eben, wenn es mich wirklich so anschießt, das ist wirklich eines vom Schlimmsten. Dann geht es mir wirklich so schlecht für eine Woche. Darum schaue ich wirklich alles, was ich mache,
muss ich wirklich, wirklich mega toll finden. Was hat Spass die angeschissen? Sag jetzt nicht. Sag jetzt nicht. Aber ja, es ist, man probiert Sachen aus und merkt dann so, ah, das mache ich jetzt nicht mehr. Das entspricht mir und normal. Das nicht. Ja, ja, ja. Und man probiert halt gewisse Sachen aus. So. Und jetzt weiss ich so, ah, das finde ich gut, das mache ich gerne. Und dann gewisse Sachen, die ich halt nicht gerne habe. Du hast jetzt vorher angesprochen gehabt, du bist gar noch nicht so lange selbstständig. Mhm. Ich glaube, etwa 2 Jahre ist es her, dass du gesagt hast, so, jetzt wage ich den Schritt und mache eben keine Jobs mehr nebenbei. Wieso hast du so lange gewartet mit dem? Ey, im Fall, es ist Existenzangst. Ich glaube, es versteht jeder so. Wenn du von einem Beruf, wo du monatlich so und so viel verdienst und du weißt ganz genau, mit wie viel Geld du schaffst für einen Monat und dir das so einteilst und ein Budget machst, dann ist das etwas, was sehr sich sicher anfühlt. Und dann, wenn du dich von einer Welt abhängig machst, wie Musik, du weißt nicht, wie viele Auftritte du wirst haben, wie viele Festivals du wirst spielen, welche Deals das kommen, das macht schon etwas mit dir. Und ich glaube, ich habe sehr, sehr lange Angst gehabt, vor dieser Welt und so zu leben. Und dann ist das dann halt einfach so passiert. Also ich bin gekündigt worden, zum guten Glück. Also ich habe schon wollen gehen, aber es ist dann... Die Entscheidung ist dann genommen worden. Genau. Ja. Ich habe dann meiner Familie gesagt, ich suche schon einen Job, aber ich wusste, dass ich keinen Job suche, um meine Familie zu beruhigen. Und es ist die beste sozusagen Entscheidung gewesen, nicht einen Job zu suchen. Und es hat alles funktioniert. Und ich bin jetzt da, wo ich bin und habe all die Zeit gehabt, um genau all die Sachen zu machen und bin weitergekommen in meiner Karriere. Aber was dazu gekommen ist, sind ganz viele Ängste, Panikattacken, eben Existenzängste und so. Also und unterwegs Sachen, jetzt, auf dem Weg dahin, wo du wieder gehadert hast, wo du wieder denkst, shit, ist es die richtige Entscheidung gewesen? Nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Aber du hast nicht mehr das Sicherheitsnetz, das du vorher hast. Und wenn dir das weggenommen wird, kommen die Sachen auf einem zu, ein Druck, wo du vorher nicht hast. Ein extremer Druck. Und durch Druck halt einfach, und das ist völlig normal. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, sondern durch den Druck kämpft man auch und macht weiter. Also jetzt in meinem Mindset so. Aber es gibt halt dann auch Momente, wo einem Sachen auch zu viel sein können. Und dann so Sachen entstehen eben wie Panikattacken oder gewisse Angst. So, hey, wo geht's hin? Aber bereut habe ich es auf jeden Fall noch nie. Wann hast du diese Panikattacken? Kannst du das sagen? Hey, im Fall, das kommt so einfach so. Aber ich habe jetzt auch schon länger keine mehr gehabt. Aber ich habe mich mal gefragt, wenn es angefangen hat, weil ich einfach so halt darüber nachgedacht habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass das dann war, als ich selbstständig geworden bin. Und das könnt ihr ganz, ganz viele sagen. Ich kenne ganz viele, die das auch so hatten. Das ist anscheinend recht normal. Welche Gedanken lösen es dann aus? Hey, im Fall, ich sage dir ehrlich, Zukunft. Manchmal, genau, also es ist, wenn du an die Zukunft denkst, manchmal, oder einfach allgemein so, es gibt so, keine Ahnung, mein Hirn ist so ein Hirn, zum Beispiel, wenn ich an etwas denke, dann kann das manchmal einen Schneeball-Effekt haben und dann denkst du immer weiter und weiter und weiter und die Gedanken hören nicht auf denken. Und dann kann das passieren, aber es kann im Fall auch mega so random einfach sein. Also wirklich einfach so. Und das ist wahrscheinlich im Unterbewusstsein, wo sich irgendetwas aufstellt. Aber eben, ich muss sagen, es läuft alles so gut, aber es ist normal, dass man halt einen anderen Druck hat. Und ich finde es auch mega wichtig, dass man das sagen kann und auch öffentlich kann sagen. Ich kenne so viele Leute, die das haben. Dass man sich wie auch nicht so allein fühlt mit dem. Und ja, mega. Und das, ich glaube, es ist sehr normal ist irgendwie auch. Also, weil eben, man kennt ja so viele Leute, anscheinend ist das so recht. Ja, ist krass. Wie äußert es sich bei dir und welche Strategie hast du vielleicht für dich auch gefunden, um sich ein bisschen, sagen wir, stabilisieren oder dich können? Also wenn ich Panikattacken bekomme, wird es mir wie schlecht. Also ich habe das Gefühl, mir wird schlecht. Und dann habe ich immer zuerst so Paranoia, habe ich etwas Falsches gegessen. Und nachher merke ich... Also wirklich körperlich zuerst? Ich merke, es ist immer zuerst der Körper bei mir. Das ist bei allen ein bisschen unterschiedlich. Aber mir wird wirklich schlecht. Und dann
fängt mein Herz an und dann merke ich, es ist eine Panikattacke. Und wenn ich nicht alleine bin, dann sage ich zum Beispiel meiner Freundin, kannst du bitte meine Hand heben? Und dann kannst du mich schnell heben. Und dann hilft mir das extrem, so Körperkontakt zu jemandem, also so einen Anker haben. So, hey, schnell Bescheid geben, was gerade los ist. Und du weißt, wie auch jemand weiss es von außen und kann reagieren und so. Und sich heben, Hand heben oder, und bringt dir Wasser oder einen Tee oder so. Oder sagt, hey Naomi, ist alles gut mit dir? Du stirbst gerade nicht, oder? Ich habe immer so gesagt, also, hey, gell, wenn ich ohnmächtig werde, dann musst du das und das machen und so. Also, weißt du, so wirklich so das Gefühl, du stirbst jetzt. Weil du halt so deinen Körper nicht mehr im Griff hast, oder nicht mehr unter Kontrolle hast. Oder so Angst hast, du hast einen Herzinfarkt oder so. Weil das Herz einfach irgendetwas macht, ohne Anstrengung. Genau, das Gefühl, so, hey, ich stirbe jetzt. So. So Sachen. Und wenn ich alleine bin, dann, wenn du bewusst weißt, es ist das, dann weißt du aber auch, es geht auch vorbei und dann das einfach vorbeiziehen lassen. Voll. Was würdest du sagen, was habt ihr für Rollen? Wie funktioniert eure Beziehung? Muss sie dich eben mehr haben? Gleichzeitig Rollenverteilung. Nein. Also ich bin eher so ein der Umarmmensch, so ein der körperlich, wo schnell einmal jemand umarmt und sie eher weniger. Heisst aber nicht, dass sie es für sich braucht. Aber ich bin eher so ein die, wo sie eigentlich noch eher so in den Arm nimmt als umgekehrt. Aber wenn ich sage, ich brauche es, dann auf jeden Fall ist sie natürlich immer am Helfen. Wie sind eure Rollen? Weißt du, einfach gar nicht. Ich finde es so funny, dass die Leute immer so eine Rolle-Ding haben. Aber wenn man jetzt sagen würde, sie ist eher die, die kocht, ich bin eher die, die abwäscht. Sie ist die organisiertere als ich und ich lerne viel durch sie. Ich bin eher ein bisschen chaotischer. Ich bin eher körperlich ein bisschen stärker, würde ich jetzt mal sagen. Das heisst, wenn es schwer zum Tragen gibt, dann bin es jetzt eher ich. Aber sie ist so einmal so ein bisschen der Mastermind, ich bin die ausführende Kraft. Sagen wir es mal so. Das ist doch schön. Jetzt hast du eben gesagt, deine Freundin ist in solchen Situationen wichtig. Wer ist so bei dir in der Family die erste Ansprechperson? Meine Schwester ist eigentlich meine erste Ansprechperson für egal was, was in meinem Leben läuft. Sie ist meine beste Kollegin. Und wenn es lustige Sachen gibt, zum erzählen, dann rufe ich ihr an, so, hey, Sis, ich muss jetzt etwas erzählen. Oder Sachen, die mich beschäftigen, dann reden wir auch sehr, sehr lange darüber am Telefon oder live. Also sie ist eigentlich so ein bisschen mein, wie sagen wir denn, Athlet oder so. Genau. Also ist sie auch, würdest du sagen, deine grösste Supporterin? Hey, ich will jetzt niemandem von der Familie da jetzt das so wegnehmen. Ich glaube, meine ganze Familie sind meine grössten Supporters. Aber meine Schwester sagt im Fall wirklich immer, ich bin dein grösster Fan. Mega herzig. Und deine Mami? Ja, sowieso. Also jeder würde das natürlich sagen. Meine Mom supportet mich auch extrem. Hat immer mega Freude. Meine Schwester ist schon. Also, wer das kennt, Geschwister, die haben Schwesterliebe. Das ist etwas ganz, ganz Starkes. Sie ist deine Halbschwester? Nein, meine ganze. Ja. Aber die älteste, ja. Ich habe eine Halbschwester und einen Halbbruder, aber für mich ist das macht das nicht keinen Unterschied. Und noch zwei Vollblut. So. Okay, und sie ist? Sie ist die älteste von uns. Okay, genau. Oh, ja. Deine Eltern haben sich eben getrennt, als du 9 warst. Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit? Also jeder, der keine Trend von Eltern weiss, dass es überhaupt nicht so cool ist. Aber es war eine extreme Erleichterung. Also, wenn du weißt, als Kind, deine Eltern sind miteinander nicht glücklich, dann ist es eine Erleichterung, wenn sie sich trennen. Und das war bei mir echt mega der Fall. Dass ich eigentlich das eher erleichternd gefunden habe, dass das so gelaufen ist. Und, sie sind immer noch Friends sogar. Also wir haben es alle mega gut. Wir sehen uns alle an Weihnachten. Also von dem her war das wahrscheinlich wirklich die beste Entscheidung. So. Aber da hast du wie gemerkt, es ist irgendwie viel gestritten worden. Es stimmt nicht mehr. Das kommt man als Kind ja mega mit über. Und dann es ist lustig, dass das Kind eigentlich nicht überhaupt nicht
dumm sind. So. Also Kinder merken immer alles und wollen immer das Beste für ihre Eltern. Und das ist wirklich so. Und ich wollte das Beste für beide Seiten wollen. Darum ist es wirklich alles so gut abgelaufen. Was würdest du sagen, was hast du von Mami, was hast du von Papi? Vom Dad habe ich das Gefühl, habe ich so ein bisschen den Ehrgeiz bekommen, so ein bisschen die Disziplin. Und von Mami habe ich, glaube ich, Emotionen bekommen. So ein bisschen das Feurige, aber auch das Athletische. Also sie hat früher auch Leichtathletik gemacht, so zu ihren Teenager-Zeiten. Also sind beide extrem sportlich. Aber so, was ich auch ganz stark für ihr habe, ist dass so das Filme, Serien schauen, so das Entertainment-Zeug. Das habe ich ganz fest mit Suchten. Süchtig. Binge-watchen. In dem Musikstil habe ich wahrscheinlich eher so ein bisschen von ihr, also auch Musik von meinem Dad, aber ich habe das Gefühl, ich habe eher so ein bisschen von ihr, so ein bisschen, dass es mir gefällt. Gefällt meistens meiner Mom auch. Ja. Das ist ja gut, einfach findet sie deine Musik immer mega toll. Mega. Sie singt jedes Mal Colorblind, singt sie mega oft. Und ich sage immer so, hey, hör mal auf. Es ist mega herzig. Sie so, Naomi, der Song, der ist so toll, der ist so toll. Das sagt mir, glaube ich, jeden Tag. Mega herzig. Okay. Ja. Wir gehen jetzt zum Sportlichen. Du hast eben gesagt, beide Eltern sportlich. Du hast vor deiner Musikerinnenkarriere eigentlich auch noch eine Karriere als Fußballerin gehabt. Hast bei GC geshootet und in der U19-Nationalmannschaft. Wieso hast du das damals so gebraucht? Ich habe einfach den Sport extrem geliebt. Also ich habe den Fußball so toll gefunden. Ich habe das auch immer auf dem Pausenplatz gespielt. Aber ja, ich war so ein hyperaktives Kind. Es war perfekt für mich. Rennen. Ja, das ist wirklich so. Für so ich habe halt ADHS. Und es war mega gut für mich, einfach wirklich eine Struktur zu haben. Dann und dann gehst du ins Training. Und dich wirklich so auspowern lassen. Und das Team-Feeling auch zu bekommen. Das ist mega, also, mega coole Erfahrung für mich. Und ich glaube, das hat mich auch so gerade so gepackt. Und dann habe ich nachher auch gerade so voll in die Tour gezogen. Wie hast du ADHS gemerkt? Zum Beispiel auch in der Schule oder so? Hat dich das fest? Ja, ich war mega schlecht in der Schule am Anfang. Und extrem, also weißt du, so, ich konnte nicht lange zuhören. Meine Eltern haben mich auch schon in eine Ohrentherapie geschickt, weil sie das Gefühl hatten, ich höre nicht gut. Aber eigentlich konnte ich einfach nicht zuhören, was sie sagen, weil mein also Aufmerksamkeitsding ist einfach, wenn irgendetwas passiert, ist, habe ich gerade... Siehst du, wie das andere am besten nicht fokussiert. Ja, oder wenn ich am Handy bin und so. Wenn du mit mir redest und ich bin am Handy, höre ich dich nicht. Also wirklich gar nicht. Das ist auch heute noch so. Ja, voll. Es ist mega, ja, es ist halt einfach so. Und dann habe ich sehr, sehr früh Ritalin bekommen. Und das hat dann geholfen für mich. Und dann bin ich auch besser in der Schule geworden. Und dann konnte ich so mich besser fokussieren. Und dann habe ich das genommen bis etwa 17, fast bis zu 18 habe ich das genommen. Und dann nicht mehr. Und das ist easy gegangen, dann einfach so vom einen Tag nicht mehr? Oder hast du ich weiß einfach gar nicht, wie das damals war, aber ich habe mich halt einfach auch so gekannt. Oder? Ich bin nicht mehr so in der Schule dann in diesem Alter und dann war es natürlich für mich viel, viel einfacher gewesen. Aber es gibt schon Momente, wo ich es einfach extrem merke, aber ich habe einfach keine Lust, mir jeden Tag eine Tablette zu schmeißen. Du lernst ja mit dem Alter ein bisschen besser, was dir hilft, um dem ein bisschen entgegenwirken. Und ich glaube, als ich dann das wahrscheinlich ein bisschen gemerkt habe, wenn ich das ein bisschen mache, konnte ich dann auch wirklich so ein bisschen aufhören. Aber das ist wirklich etwas sehr, sehr Individuelles. Okay, aber du hast einfach nicht das Gefühl, dass du geruhigt hast an sich? Nein, gar nicht. Also, sondern nein. Mehr, dass du für dich so ein bisschen das besser kannst kanalisieren irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel jetzt ein bisschen mega banal, wenn ich weiss, dass ich muss da sein und ein Gespräch haben mit jemandem, muss das Handy umgekehrt auf dem Tisch sein. Sobald das Handy leuchtet oder irgendetwas ist, dann ist es gerade eine Ablenkung. Und ich kann es nicht lassen, muss gerade schreiben. Oder wenn jemand etwas von mir will, dann schaue ich wirklich, dass keine Musik läuft. Ich tue immer gerade den Fernseher abstellen, wenn jetzt Gina mit mir reden will. Sie sagt immer so, oh, ich will schon etwas sagen. Und dann sage ich immer so, okay. Ja, volle Aufmerksamkeit. Sonst geht es nicht. Wenn jetzt auch da Musik laufen, wäre es extrem schwierig für mich,
ein Gespräch führen. Das ist ganz schwierig. Ja. Mega gut. Mhm. Du machst das mega bewusst, weil ich glaube, es wird uns allen... Ich meine, wie oft hocken wir vor dem Fernseher, schauen irgendwie Netflix und sind ja alle irgendwie noch am Handy. Bekommst du eh wieder die Hälfte nicht mit. Es ist doch viel schöner, wenn das alles so... Ja, dich bewusst ja, entscheidest, ja. Ich will jetzt das, ich lasse jetzt ja, dazu oder genau, nicht. Genau, wie sonst... Manchmal sage ich, ich bin auf Autopilot und habe es einfach geantwortet. Und das ist nicht schön für, für jemanden, der dann halt deine Aufmerksamkeit wird. Und man merkt, ja, die Lust halt nicht dazu. Mhm. Ist es dann beim Fußball besser gegangen, dich zu konzentrieren? Hast du dort wieso konstant deine Leistung immer abrufen? Weißt du jetzt im Gegensatz zu der Schule? Ja, also Fußball ist halt allgemein ein Sport, wo sehr viel passiert. Und eigentlich im Fußball muss ich sagen, das heißt, dort bin ich recht so voll fokussiert, Hyperfokus. Aber ich glaube schon, dass ich jetzt im Nachhinein mal so darüber nachdenke, dass man es so ein bisschen gemerkt hat, so ein bisschen mit den Ups und Downs und so. Man hat immer wieder mal halt so ein bisschen so reinrufen, oh, man schaut dann und so. Das ist ja normal. Aber ja, keine Ahnung, es hat mir schon, also Fußball ist schon sehr, sehr wichtig gewesen. Einfach auch die frische Luft und einfach wirklich Sport machen, das ist für deinen Mind, mental, das ist so gut. Und ich glaube, das hilft jedem, ob jetzt ADS oder nicht. Aber das ist für jeden ein mega Plus, wenn man es macht. Wieso hast du mit 19 aufgehört? Hey, ich habe einfach gespürt, dass ich einen neuen Weg einschlagen will und dass das einfach nicht mehr... dass die Leidenschaft auch nicht mehr so gross war und ich einfach die Zukunft nicht gesehen habe. Und wenn ich visualisiert habe und wo ich bin, wo ich stehe, also, oder wo ich will sein im Leben, habe ich nicht die Fußballerin gesehen, sondern die Sängerin. Und darum ist eigentlich also dann irgendwann mal klar geworden, dass ich das nicht mehr will. Wie auch keine Lust mehr gehabt, keine Bock mehr. Auf Training und... Ja, und einfach Zeit für das investieren, wo eigentlich gar nicht mein Ziel eigentlich dann ist. Ja. Genau. Ja. Und vermisst du es heute? Shoot ist auch noch oder ist es wirklich nur die Musik? Also, ich bereue es nicht, vermisse es ab und zu. Also, vor allem, wenn es so EM und so Sachen ist, denke ich so, wow, so geil. Und ich vermisse mega so die Momente, wenn man geht in ein Trainingslager und ich meine, mit diesen Teammates ist man wirklich mehr zusammen als mit Familie. Und das ist schon sehr, sehr speziell. Und zusammen gewinnen, zusammen verlieren, das ist eine mega krasse Erfahrung. Und das muss ich sagen, das vermisse ich schon ein bisschen. Ich vermisse, glaube ich, eher das Teamfeeling als den Sport so an sich. Den Sport so an sich finde ich immer noch cool, aber so das Ganze drum und dran, was man hat. Jetzt bist du halt wie cool. Einzelkämpferin, gell? Ich habe schon natürlich ein Team hinten dran, aber es ist wie... Aber, die arbeiten einfach für dich. Genau. Oder das ist... Ja, voll. Also gut, meine Managers sind schon... Die wollen unbedingt mit mir das, so Sachen erreichen. Aber es ist etwas komplett anderes. Ja, es ist wirklich was anderes. Und ich bin die, wo... Wenn ich nicht will, passiert nichts. Weißt du, was ich meine? So, ich muss wählen. Du bist die treibende Kraft. Ich bin die treibende Kraft. Und in einem Team sind es alle rundum die treibende Kraft. Und das spürt man auch. Und ich finde, ich allein brauche extrem, also noch viel mehr Selbstdisziplin. Weil ich habe niemanden, der mir sagt, hey, Naomi, steh auf und gib Gas. Und an der Seitenlinie steht. Und, ja das bin ich selber. Wiederum ist der Erfolg, wenn du schmeckst, weißt genau, das bin ich gesehen. Das ist schon cool. Aber ja. Und wenn wir es jetzt mal so anschauen, was glaubst du, hättest du als Fußballerin im Ausland mehr verdienen können oder als Musikerin in der Schweiz? Ist ja beides nicht so easy. Also Fußballerinnen verdienen mehr im Ausland. Aber ich weiß nicht, ob das so viel ist, wie ich verdiene in der Schweiz als Musikerin. Das wüsste ich jetzt nicht. Das ich keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz ist es ja beides geil. Weißt du, ich meine, weiß man von wirklich nicht. Wie viel kommt denn jetzt im Monat rein, dass du so kannst sagen? Hey, ist eine mega gute Frage, aber ich bin eine Schweizerin und rede nicht über Geld. Auch nicht ob 4- oder 5-stellig. Nein, ich rede wirklich nicht über Geld. Aber es wird wahrscheinlich nicht wenig sein, wenn ich bei der Forbes Under 30 war.
Das ist das Einzige, was ich kann sagen. Die Musik zahlt dir nicht nur die Miete. Die Musik hat dich auch geoutet. Stimmt. Wenn man gut anhört, dann merkt man bei dir, hey, du singst nicht über Boys, sondern über Girls. Yes. Wie viel Mut brauchen die Lyrics? Oder haben die gebraucht dort am Anfang? Eigentlich gar keinen Mut. Ich habe es nicht mal gecheckt am Anfang. Und erst, als der Song rausgekommen ist, habe ich gemerkt, aha, das war jetzt gerade mein öffentliches Outing. So. Also, was so Sexualität anbelangt, ist für mich nicht, also braucht keinen Mut. So. Also, es braucht für mich jetzt mehr Mut, Sachen von seinem Inneren zu schreiben, so, was einem gerade beschäftigt, als weil wer ich liebe, das beschäftigt mich ja nicht. Das ist ja eigentlich ein schönes Thema oder einfach etwas, was einfach ganz, eigentlich mega normal ist, oder? Und es hat mich überhaupt nicht beschäftigt, weil ich eigentlich auch schon geoutet war, auch bei den Familien und so. Und die haben mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich mich eigentlich schon sehr selbstsicher war, was das anbelangt. Das war aber nicht immer so. Wann hast du für dich gemerkt, hey, das mit dem Mann, das wird irgendwie nicht? Wann habe ich das bemerkt? Ja, ziemlich spät. Also ich wünschte, ich hätte es schon vorher so ein bisschen gewusst. Aber ich habe es dann bemerkt, als ich zum ersten Mal etwas mit einer Frau hatte. Dann gemerkt, ah, das sind Gefühle. Ah, so sollte sich das anfühlen, wenn man jemanden wirklich toll findet. Hast du dich wie bewusst auf das eingelassen? Ja. Oder ist das einfach passiert? Nein, es war schon bewusst gewesen, weil ich habe es dann irgendwann mal schon geahnt. Und es war auch in dieser Phase, in der ich angefangen habe zu akzeptieren. Weil eigentlich, ja, eigentlich wie gewusst, habe ich das Gefühl, habe ich es schon immer irgendwie, aber nicht über, echt komplett ignoriert und völlig dagegen gesteuert. So. Und dann, als ich angefangen habe, für mich zu finden, es ist einfach voll nicht so schlimm, wenn du kein Mann heiratest, sondern eine Frau und so mit dem Gedanken spielst, dass es okay ist. Ich glaube, dort hat es dann bei mir angefangen, dass ich wirklich auch exploren wollte und Erfahrungen sammeln und ab der wirklich, es ist wirklich so, ab der ersten Erfahrung. Ich dachte so, ja, okay, what the fuck. Sorry für die Wortwahl, aber so, ich habe so viel verpasst. Und ja, es ist echt ganz, also wirklich so natürlich und klar gewesen. Und der Mann so unnatürlich sich angefühlt, ist krass. Und darum habe ich es dann auch wirklich dann auch nie so wirklich hinterfragt. Das war dann echt klar gewesen. Wie alt bist du gewesen? Ich glaube, ich war so 21, 22 gewesen. Das ist schon noch spät, oder? Das ist spät, ja, eher spät. Aber ich war schon immer mit allem ein bisschen spät gewesen. Also von dem her passt es noch. Ich glaube, es gibt kein zu spät oder zu früh. Oder? Das stimmt jetzt in diesem Thema jetzt nicht. Manchmal sage ich mir so, ja, ich hätte schon gerne früher gewusst oder probiert. Oder, ja, aber gleichzeitig, ja. No regrets, gell? Hast du denn irgendwie Angst gehabt, dass du das Gefühl hast, ich probiere es nicht, weil das und das sein könnte oder weil es irgendwie nicht akzeptiert ist in der Gesellschaft oder weil ich es einfach nicht wahrhaben will, weil ich einfach sein wie alle anderen? Ich wollte sie wie meine Kolleginnen. Ich hatte wirklich keinen Berührungspunkt gehabt. Meine Kolleginnen waren alle hetero gewesen, erstens mal das. Und es war schon Angst gewesen, und auch, wie gewisse Leute würden reagieren. Aber die Angst war dann mega unberechtigt gewesen, weil meine Kolleginnen sich eher schlecht fühlen und sagen, wieso hast du das Gefühl, du hast es uns nicht können sagen. Eigentlich mega nett. Und meine Familie war auch so chillig gewesen und immer so gesagt, ja, hätte man es eigentlich auch können denken. Wirklich so. Also ja, aber jeder, der sich outet, weiss so halt, dass die Angst, das ist halt immer so ein bisschen dabei. Das ist leider so. Stimmt es, dass dein Outing gar nicht freiwillig war, sondern dass du verpetzt worden bist? Wie ist das gelaufen? Ja, es hat eine Zeit gegeben, in der ich eben angefangen habe zu exploren. Und dann, als ich explored habe, habe ich gemerkt, eben das ist es. Und dann bin ich, als ich damals noch extrem viel in Ausgang bin, habe ich immer, und aber noch nicht geoutet war, habe ich sozusagen eine Kollegin gehabt, die es gewusst hat. Und sie hat es aber niemandem dürfen sagen. Und sie war die Einzige? Nur eine hat es gewusst, genau. Und jedes Mal, wenn meine Kolleginnen müde geworden sind und heim sind, bin ich mit einer Kollegin immer noch im Ausgang geblieben. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt kann ich anfangen, ein bisschen flirten.
so halt so ein bisschen auf die Jagd gehen. Und dann hat mich jemand verpetzt und gesagt, ja, dass ich gesehen worden bin mit einer Frau. Und dann habe ich mich getroffen mit meinen Kolleginnen, nichts ahnend, und dann haben sie gesagt, ja, eben, also Nomi, wir haben etwas ich... gehört und so, stimmt denn das? Und dann war ja klar, aufgeflogen, und dann habe ich es gesagt, ja. Ist das scheiße gewesen, oder? Hättest du es lieber anders gehabt, oder? Nein, ist im Fall gut gewesen, ja. Weil ich glaube, ich hätte jetzt einfach so lange einfach nichts gesagt. Und es hat wie gut da, das auch rauszulassen. Mhm. Vor allem auch, ich habe ja nicht gewusst, wie sie nachher, also, sie haben auch gesagt, stimmt das und so. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann in dem Moment, ist dann der Moment, ja, wie nehmen sie das jetzt auf? Und dann haben sie es gut aufgenommen. Mhm. Und dann bin ich so glücklich gewesen in dem Moment. Und ich bin als Mensch dann extrem gewachsen, weil ich selber sein konnte. Und meine Musik hat sich verändert. Meine ganze Art und Weise, meine ganze Energy hat sich wirklich gekehrt. So, wenn du plötzlich so wirklich so dich selber kannst sein und keine Angst mehr musst haben, nichts mehr musst verstecken, dann hast du eine ganz andere Haltung auch als Mensch, wie du dich gibst. Und ich habe wie eine ganz neue Lebensenergie gehabt. Und das ist mir mega gut. Also, das Gute kam natürlich. Wie irgendwie wahrscheinlich das Gefühl von aufgeräumt. Ja. Genau, so wie so gereinigt. Mhm. So alles ist, du bist mit dir im Reinen, die anderen wissen es, unterstützen dich sogar noch. Und du musst auch nicht mehr Gespräche führen, wo du genau weißt, wo nicht so ganz der Wahrheit entsprechen. So. Und es einfach ein zweites Leben führen, das ist eh nicht geil. Und das, ich kann auch mein Leben wirklich so leben, wie ich will. Braucht auch mega viel Energie. Gell? Ja, das, genau. Das frisst mega. Ist dir aufgefallen, das ist eigentlich noch lustig, dass sowohl dort, wo du gekündigt worden bist, ist dort die Entscheidung wie so genommen worden? Ja, voll. Also auch jetzt eben das mit dem Outing. Mhm. Glaubst du an Schicksal? Mega, ja. Ich glaube an jedem seine Zeit auch. Und ich glaube, ich bin da so ein bisschen vom Schicksal oder vom Universum schon ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. So, komm jetzt noch, komm, mach jetzt den Step. Und eigentlich war es perfekt gewesen. So wie es gelaufen ist, schlussendlich. Beide Mal? Mhm, ja. Gibt es noch andere so Schicksalssachen? Oder gerade ich? Im Fall, ich glaube nicht, nein. Also das einzige Schicksal-Ding ist die Beziehung zu meiner Freundin, dass wir uns wieder gefunden haben. Und wie wir uns gefunden haben, das ist Schicksal. Aber nein, sonst eigentlich nicht. Das sind so die Sachen. Und jetzt habe ich mir gesagt, alles, was ich als für richtig empfinde, gehe ich voll rein. That's it. Aber das ist eigentlich schon eine lustige Geschichte. Sie waren Nachbarinnen, oder? Mhm. Und einfach befreundet, aber nicht mehr. Mhm. Ja, und ich hatte jemand anderes noch in dieser Zeit. Mhm. Ja, und ich habe gewusst, dass sie eigentlich mehr will. Und ich habe echt Zeit gebraucht. Dass sie noch mehr will? Ja, und ich habe echt Zeit gebraucht. Und das Glück hatte, dass sie eigentlich noch immer noch mich wollte. Das war mein Glück, weil ich das zu spät realisiert habe, auch, dass alles, was ich mir in einer Frau vorstelle, dass es eigentlich alles sie ist. Das Gesamtpaket war vor meiner Nase. Und glücklicher, dass es nicht zu spät war. Ja, weil sie Geduld hatte und gewartet hat. Genau. Aber dann hat sie quasi den ersten Schritt gemacht. Mhm. Ja, nein, das war nicht ich. Voll. Jetzt sind ihr seit 3 Jahren zusammen, stimmt das? 4 jetzt dann. 4 schon. Mhm. Wie werdet ihr als Paar auf der Straße wahrgenommen? Ich finde, ihr habt ja beide schon auch sehr einen individuellen Style und so. Mhm. Plus dann noch 2 Frauen. Ja, von Leuten, die uns jetzt nicht kennen. Ich weiss, es ist schwierig, da müsstest du vielleicht wie noch anders fragen, wie sie uns wahrnehmen. Aber weißt, hast du das Gefühl, es kommen komische Blicke? Das Ding ist, das Problem ist eben halt, wenn du mit einer Gina rumläufst, die voll tätowiert ist, ist es eben ein bisschen schwierig, was ist jetzt der Blick? Weil wir zwei Frauen sind oder wie sie tätowiert ist, oder? Das ist so ein bisschen das. In der Schweiz selber haben wir eigentlich nicht oft Blick, wo es ist einmal etwas passiert in der Schweiz, wo ich wirklich nicht so toll gefunden habe. Wo ich sie zu uns Geschäft gefahren habe und wir uns geküsst, also einen Abschiedskuss gegeben haben und dann einer zu mir kam und herumgefuchtelt hat mit den Händen. So. Aber sonst habe ich eigentlich immer in der Schweiz gute Erfahrungen gemacht. Es ist eher so ein bisschen Ausland, was so ein bisschen
schwieriger war mit dem Blick. So wirklich? Italien habe ich viel Blick erlebt. Mhm. Aber nur von der alten Generation. Finde ich jetzt ehrlich gesagt, weißt, kann ich nicht so ernst nehmen. Die sind anders aufgewachsen. Ich habe überhaupt keinen Hass über dem. Aber eben, dann ist sie eben tätowiert und so. Und in Portugal hat auch eine angefangen zu beten. Aber das hätte auch wegen der Tattoos können sein. Weil wenn du uns ja siehst, checkst du nicht gerade, dass wir vielleicht zusammen sind. Wir sind auch nicht, so die, das Art Bärli, die jetzt öffentlich rummacht, die ganze Zeit. Also, weißt du, was ich meine? Es sind nicht wir. Wir geben uns so, halt, wie wir so sind. Es ist recht eben chillig und lustig. Und man könnte ja meinen, wir sind und Kolleginnen. Aber, ja. Das ist halt so, wie es ist. Passiert einfach anfangen zu beten, um euch irgendwie erlösen, oder was? Hey, keine Ahnung, oder ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es war wegen der Tattoos und so bei der Gina. Und wahrscheinlich gefunden habe, so, ja, Gott hilft der Seele. Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, warum sie gebetet hat. Aber dann haben wir sagen, so, ist sie am Beten? So, ja, okay, laufen wir schnell weiter. Ja, oder auch so Uber und so, sind wir einmal auch so, heben wir, tun wir nicht Händchen heben. Einmal bei also gewissen, wie bewusst nicht? Ja, bei gewissen Fahrern. Ich traue mir das auch nicht, ja. Ich habe auch schon auf dem Weg ins Frauenfeld habe ich einen Uber genommen. Und dann hat der Uberfahrer eigentlich den ganzen Weg über Schwule abgelästert. Und dann habe ich immer wieder so gesagt, ja, hey, schau, jedem das Seine. Man darf nicht urteilen und so. Und dann am Schluss, wo ich aussteigen bin, habe ich gesagt, ich bin übrigens lesbisch bei. Aber während der Fahrt habe ich mich auch nicht getraut. Weißt du, was ich meine? Krass, eigentlich. Ja, es ist schon. Also, es gibt schon Situationen, wo ich denke, ich traue mich jetzt nicht. Händchen heben oder so. Das ist es so. Oder aber vielleicht einfach, weil man die Konfrontation halt nicht haben und so findet. Genau. Ja. Ich muss auch. Also, weißt du, muss ich mir fragen, lohnt es sich? Ja. Weil, ob Leute belehren. Mhm. Ich tue gerne mein Umfeld, wo Leute, die in mein Umfeld kommen, tun ich Sachen erklären oder keine Ahnung, aber Leute, die ich einfach null kenne, habe ich jetzt einfach nicht immer Bock, gerade ihnen das voll ins Gesicht zu drücken. Mhm. Gibt es etwas, wo du anderen jungen lesbischen Frauen oder schwulen Männern würdest wollen, mit auf den Weg geben, die vielleicht eben diesen Prozess auch gerade durchmachen oder so Erfahrungen machen? Sind mit Leuten, die einfach euch so gerne haben, wie ihr seid und euch an dem stärken. Und wenn es Kommentare gibt und so, dann sollte man sich das wirklich ja nicht zu Herzen nehmen. Ist mega schwierig, ich weiss. Aber dass man dann wirklich einfach an seine Leute denkt, dass man geliebt ist und dass es völlig okay ist, so wie man ist. Und es genug Leute gibt, die auch so denken. Nur wegen diesen wenigen oder ein paar, das sind nicht wenige leider, aber wegen diesen paar, die halt andersrum denken, dann sollten die einfach... Weißt du, da innen und da innen wieder raus. Aber eben, es ist so viel einfacher als gesagt und ein bisschen komplexer als das. Aber so, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ja. Hey, zum Abschluss, wo geht dein Weg durch? Du hast es vorher schon ein bisschen angekündigt. Mein Weg momentan, das ist für mich ganz klar Musik. Ich bin viel im Studio und es wird noch viel, viel von mir kommen. Und ich kann es kaum erwarten, bis ihr es alle auch wirklich hört. Wann bist du in den grossen Stadien? Ja. International. Hoffentlich bald. Nein, aber ja, das ist mein Ziel, Step by Step. Aber ich gebe auf jeden Fall nicht auf. Hey, mega, mega viel Erfolg wünsche ich danke dir. Danke vielmals. Merci, danke vielmals. Noch viel mehr spannende Menschen und ihre Geschichten gibt es jeden Freitag in der Schweizer Illustrierten, im Abo oder am Kiosk. Egal ob persönliche Porträts, starke Interviews, ausführliche Reportagen oder auch eindrückliche Bildstrecken, das alles und noch mehr findet ihr in unserem Magazin. Und das Beste daran ist, als fleissige SC-Talk-HörerInnen bekommt ihr jetzt einen exklusiven Rabatt aufs Halbjahresabo. Das heisst 26 Ausgaben von der Schweizer Illustrierten für nur 99 statt 153 Franken. Den 35% Rabatt gibt es auf shop.schweizer-illustrierte.ch/si-talk.